Ja, hallo, mein Name ist Daniel Graz, ich bin Major in der deutschen Luftwaffe und zurzeit nehme ich am LPAS-Programm im Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen teil. Diese Woche sind wir in Washington DC und ich möchte zunächst einmal etwas ein wenig über meine Erwartungen erzählen, auch wenn wir jetzt schon den dritten Tag hier sind. Zunächst die ersten zwei Tage brauchten wir, um den Jetlag zu überwinden, mittlerweile geht es, aber es ist noch schwieriger, die Essgewohnheiten umzustellen. Ja, was erwarte ich? Wir werden sehr viele hochinteressante Persönlichkeiten treffen. So haben wir bereits heute Admiral Mullen getroffen, den Joint Chief of Staff der US-Streitkräfte. Ein sehr eindrucksvoller Mann, sehr hochintelligenter Eindruck. Ich möchte ihn jetzt nicht bewerten, das steht mir nicht zu. Aber es war sehr eindrucksvoll, gerade die Art und Weise, wie er auch sehr spezifische Fragen beantwortet hat. Es war sehr diplomatisch, sehr weise. Das hat mich sehr beeindruckt. Ansonsten, ich kenne das Pentagon bereits, ich bin nicht das erste Mal in Washington. So, aber gerade diese Highlights, diese besonderen Persönlichkeiten, das ist das, worauf ich hier besonders Wert lege. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.